Well, hello there. Einfach mal um Obi-Wan zu zitieren. Willkommen zurück bei mir, meiner Wenigkeit. Hi. Genshin Impact, meine Freunde. Warum mache ich jetzt Genshin Impact, obwohl es eigentlich bekannt sein sollte, dass eigentlich ein Minecraft-Projekt läuft? Ja, I know. But, wenn ich diesen Stream hier, also diesen Stream-Inhalt, nicht machen würde, könnte ich in nächster Zeit, bis ich irgendwann wieder Genshin streame, kein Genshin mehr spielen. Das Problem ist nämlich, es war ein ganz normaler Dienstagabend, glaube ich. Moin Morph. Incident Scambin rein. Ganz normaler Dienstagabend, easy going, easy peasy. Ich denke mir so, okay, cool, gehst du in Genshin. Gehst mal zu Catherine, sagst mal hi, machst deine Erkundungen. Gehst mal zur Kanne, zur Knolle. Und sagst mal, hey, was geht? Hast du ein paar Coins für mich? Dann steht man an einem Punkt und auf einer Wand, geht nur ein paar Meter und nun, es passiert, was wir gleich sehen werden. Deswegen ist auch der Titel so akkurat. Und ich komme da nicht mehr raus. Ohne es durchzuspielen. Oder durchlaufen zu lassen. Viel Spaß mit den Pilzen. Okay, wie ich sehe, bin ich in eine stinknormale Sidequest reingesprungen. Es gibt nämlich keine Audio. Sieht Palmer das richtig? Eben gerade schwebt etwas vorbei, das aussah wie eine Pilzbestie? Ist etwa die Pilzbestie in den Fontänen eingefallen? Ja, schauen wir mal nach. Ich hätte müsste Guilds nicht. Doch, es geht um ein Event. Okay. Es gibt ein Pilzbestien-Event in Fontaine. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Ich hätte tatsächlich gerne die Quest mal eben markiert. Guten Tag. Vielen Dank für dein Verständnis. Die Überprüfung der Zulassung ist beendet. Deine Gefährten sind sicher und stellen keine Gefahr für die Bürger oder das Ökosystem von Fontaine dar. Fontaine. Da. Erstmal Solo heißen. Läuft bei dir, Morph. So. Twitch. Nein. Cookies akzeptieren ist okay, aber ich werde nicht meine App updaten. Warum? Weil ich gerade zu voll dafür bin. Und damit steigen wir erstmal den Boss ein. Gehört. Warum so harte Langeweile, Morph? Nach dem Verwaltungsgesetz zu nicht-einheimischen Arten in Fontaine und dem Verhaltenskodex für Handel des Bezirks Lyonnais, wahrscheinlich, kannst du mit der Veranstaltung fortfahren. Vielen Dank, Fräulein Turenna. Ich hätte nicht erwartet, dass die Vorbereitung einer Veranstaltung in Fontaine so kompliziert ist. Es sind über 10 Zwischenschritte mehr als in Ormaus. Ich habe mich vorher wohl nicht ausreichend vorbereitet. Das Problem ist, ich habe eine Vermutung, wer das sein könnte. Not gonna lie. Aber sie sieht in dem Outfit verdammt interessant aus. Hi, Chaos Buddy. Na, was geht? Gern geschehen und mach dir bitte keine Gedanken. Du
Du und deine Pilzgefährten seid besondere Gäste. Die Mansion Gott. Ah, ich hasse es! Natürlich hat Kenji uns zerlegt. Die Mansion Garde-Marie. Gardenage? Die Mansion Gardenage? Ich hasse diese Begriffe. Hat selten mit auswärtigen Arten von Pilzbestien zu tun. Da muss man vorsichtig sein. Deshalb hat es einige Zeit gedauert, sie zu beobachten und zu beurteilen. Anschließend werde ich deinen Antrag an den anderen Gendarmen weitergeben. Räuber und Gendarm. Oh. Läuft soweit, tatsächlich. Abgesehen davon, dass ich jetzt gezwungen bin, dieses Event zu starten, weil ich aus Versehen reingesprungen bin. Mitten in der Woche. Strong. Gönn dir. Und wie findest du die klassische Map? Falls sie überhaupt noch klassisch ist. Wenn der legendäre goldene Meteorit und der silberne Satellit gesichtet sind, werden die Gendarmen sie informieren und die beiden ehrenwerten Gäste bitten, direkt zu dir zu kommen. Sie stehen neben dir. Viel Erfolg bei eurer Veranstaltung, kleiner Pilzling, große Illusion und viel Spaß am Hof von Fontaine. Ich stehe euch zur Verfügung, wenn ihr mich braucht. Ah, wie es scheint, muss ich euch gar nicht stören. Sie sind schon da. Warte, langsam. Der goldene Meteorit und der silberne Satellit, von denen du sprachst, sind die Zenitstürmer, Führungsklasse, Kämpfer? Bitte, was? Zenitstürmer, Führungsklasse, Kämpfer. Was? Was haben wir da für einen scheiß Titel, also für einen wilden Titel in Fontaine? The fuck? Hä? Warum redet ihr beiden denn plötzlich über uns? Und dann noch diese seltsamen Titel. Ihr zwei seid wie eh und je. Frisch und gesund, mit strahlenden Gesichtern. Wer euch sieht, ist beruhigt. Ich glaube, wir kennen uns noch. Uns, nicht wahr? Ja. Paimon kommt diese Stimme ein wenig vertraut vor, aber... Ist dir dieser Dame schon mal begegnet? Ja. Nur in anderer Kleidung. Ich komme mit der jetzigen Season nicht klar. Wieso nicht? Was ist so schlimm daran? Ist die Ausrüstung kacke? Ich hab's noch nicht gespielt. Ich weiß, es ist die klassische Map. Also die richtige OG-OG-Map, ne? Hier mit Tilted Towers und Co. Aber was sonst mit der aktuellen Season läuft, keine Ahnung. Ich hab's noch nicht angefasst. Ich werde es wahrscheinlich auch gar nicht mehr anfassen dieses Jahr. Schwierig. Nun. Mit deiner sonnengebräunten Haut scheinst du nicht aus Fontaine zu kommen, richtig? Richtig, sie kommt aus Sumeru. Sumeru? Ne, das wäre zu chinesisch. Sumeru? Keine Ahnung. Ich kann doch kein Indisch / Ägyptisch. Kann ich doch nicht. Halt! Paimon hat da so eine Ahnung. Auch wenn es schwer zu glauben ist. Bist du etwa Hania? Diejenige, die sich immer um Trommelkäppchen und die anderen Pilzgefährten gekümmert hat? Ja, ich bin es. Es ist schon lange her, goldener Meteorit und silberner Satellit. Dein neues Kleid steht dir gut. Oh, und höflich reden kannst. Dich hätten wir nicht wiedererkannt. Die Veränderung ist einfach zu groß. Deine Art zu reden ist auch anders. Woran könnte das liegen? Versuchst du etwa, somit deine Reise in Fontaine mit deinen Pilzgefährten zu einem besonderen Erlebnis zu machen? Eigentlich gibt es im Hof von Fontaine keine Kleiderordnung für Besucher. Selbst wenn jemand einfache Jägerkleidung trägt, wird er nicht anders behandelt. Und die Art, wie Fräulein Hania sich kleidet, ist vielmehr nur die Einhaltung von Kleiderordnungen. Ich würde sagen, sie ist elegant, äußerst elegant. Vielen Dank. Eure Zustimmung ermutigt mich sehr. Zurück zum Thema. Ich bin dieses
dieses Mal nach Fontan gekommen, um einen zuverlässigen Förderer für die Zähmermeisterschaft zu finden und um die Aufwärmveranstaltungen zu nutzen und um die Niedlichkeit der Pilzbässe bekannt zu machen und schon im Vorfeld das Publikum zu gewinnen. Suoka sagte, wir betreiben jetzt ein grenzübergreifendes Geschäft und die Bewohner von Fontan sind sehr wählerisch, wenn es um Kleidung und Aufmachung geht. Wir sollten uns an die Sitten und Gebräuche des Landes anpassen. Also entwarf Suoka einen Plan für die Aufwärmeveranstaltung, ließ das Kostüm für mich anfertigen und gab mir ein spezielles Training für Auftreten und Sprachgewandtheit. Oh boy, that's a deep one. Suoka, das ist doch die Autorin von kurzen Erzählungen, die, nachdem wir sie besiegt hatten, dir gefolgt ist, um an literarischen Stoff für ihre kurze Erzählung zu kommen und dir half, um die Pilzgefährten zu kümmern. Haben wir denn nicht gedacht, dass Suoka solche exotischen Umgangsformen kennt? Ist sie wirklich so kenntnisreich? Da fehlt ein Fragezeichen. Und das ist noch lange nicht alles. Ihr könnt außerdem, wenn ihr euch noch an das Tischspiel Theater der Pilze erinnert, auch das brandneue kleine Pilzling große Illusionen ausprobieren. Im Spiel Theater der Pilze befehligst du die Pilzlinge, um die Vorrichtungen auf dem Spielfeld zu besiegen. Bei seiner ersten Veröffentlichung wurde das Spiel gut aufgenommen, aber es fehlte das Potenzial für ein langfristiges Spielvergnügen und so ging die Begeisterung schnell verloren. Daher kombinierte Suoka Beschreibungen aus verschiedenen Dokumenten und Romanen und ersetzte die Vorrichtungen durch Spielfiguren, die starke Gegner simulieren, was das Spiel vielseitiger machte. Gerade jetzt verhandelt Suoka mit Dampfvogel, um eine Anzeige zu schalten, die das Spiel bewerben soll. Jetzt hat Paimon es auch begriffen. Bei der Aufwärmeveranstaltung geht es also um das Spiel Kleiner Pilzling Große Illusion, nicht richtig? Ist es das Spiel, das auf dem Tisch liegt? Oh, I see. Und starke Gegner? Das bedeutet, dass du die Figuren deiner Pilzgefährten gegen andere Kreaturen antreten lässt, wobei sich beide Seiten bewegen können? Das Spiel scheint im Ganzen sehr viel komplizierter geworden zu sein, aber aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist Paimon sicher, dass du noch einige Details perfektionieren musst, oder? Das ist genau unser Spezialgebiet. Das ist unsere Hilfe. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir haben alle Probleme bereits im Vorfeld gelöst. Glaubst du? Fräulein Hania und ihr kleiner Pilzling große Illusion wurden von der, wie hieß das noch, der Fonta-Projektgruppe des Forschungsinstituts Fontaine finanziert. Es ist alles so bereit und startklar. Selbst wenn etwas noch unvollendet bleibt, werde ich, Turenner, das einem emsigste Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung nicht zulassen, dass ihr beiden ehrenwerten Gäste damit genervt werdet. Genervt. Ganz ehrlich, Turenner. Ich kann dir dein Engagement verstehen. Aber, wenn es eine Sache gibt, die Paimon und Rio hart abfeiern, dann sind es Sachen, die sich um Shroomon Impact drehen. Okay? Don't you even dare holding us far from this task. Thank you. Schließlich seid ihr die Zenitstürmer Führungsklassekämpfer und Fräulein Hania ist eine wichtige Geschäftsfrau aus der Ferne. Diese kleinen Aufgaben könnt ihr uns Gendarmen überlassen. Nein. Diese Fräulein ist also eine Gendarmen. Man dachte, sie hätte von Hania als Hilfskraft angeheuert worden. Echt zuverlässig. Boah, Alter, was ist denn mit meinem Lesen heute los, ey? Fuck. Besten Dank. Die Zenitstürmer Führungsklassekämpfer haben mich anerkannt. Ich wurde von den Kämpfern der Führungsklasse anerkannt.
Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Als Neuling in der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung ist es meine Aufgabe, auf fremde Kreaturen aufzupassen und besondere Gäste bestmöglich zu betreuen und ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen, die normalen Gendarmen nicht bewältigen können. Die normale Gendarme nicht. Boah. Okay. Und falls diese Pilzbestie-Veranstaltungen den Hof von Fontay hochwirtschaftliche Gewinne einbringen, dann wird in meiner Akte neben der normalen Kampfausbildung auch eine besondere Erfahrung vermerkt sein und mein Truppenführer wird mich in Zukunft mehr schätzen. Sei doch nicht so ernst, das ist nur ein Spiel. Sei locker und entspann dich. Ach, bei uns nachher. Bäh. Mann. Nach Paimons Erfahrung hilft es, was mit den freundlichen Pilzgefährten zu tun hat, den Menschen ihre Sorgen zu vergessen und glücklich zu sein. Genau dazu habe ich einen Vorschlag. Zuka und ich haben schon mehrere hundert Male kleiner Pilzling große Illusion ausprobiert, aber wir stehen für nur zwei Arten von Spielern, wohingegen die Gäste die unterschiedlichsten Mentalitäten haben. Wie es der Zufall will, haben goldener Meteorit und silberner Satellit besondere Persönlichkeiten und Erfahrungen und Fräulein Torena ist zudem sehr verantwortungsvoll. Wenn beide Seiten ein paar Runden gegeneinander spielen, sollten euch einige Limitierungen des Spielstils auffallen, sodass wir nachher das Design verbessern können. Hurra, ein neues Spiel! Ich wollte es gerade ausprobieren! Da es ein Spiel ist, an dem die Zenitstürmer Führungsklasse-Kämpfer auch sehr interessiert sind und das einen verdienstvollen Eintrag in meine Akte machen wird, natürlich mache ich gerne mit. Mir ist aber klar, dass ich bei weitem nicht so gut bin wie du, also sei bitte nicht so hart zu mir. Ah ja. Okay. Morgen ist es komplett freigeschaltet, das Event. Beziehungsweise heute Nacht. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt noch mal ganz kurz... Moin, offensichtlich. Hi, Chris. Offensichtlich, das ist erst in 15 Stunden, also schon in 15 Stunden freigeschaltet. Das ist richtig. Geht noch 8 Tage, 15 Stunden, okay. Ich bin ja so ein Typ, der rennt sowas ja gerne durch, ne? Deswegen... Ich glaube, den ersten Kampf machen wir gleich noch und danach gucken wir mal, was wir sonst so nebenher machen können. Nachrichten. Ach ja, stimmt ja. Zweiter Dankesbrief dieses Jahr. Best Ongoing Game 2023. Bruder! Wie viele Preise möchte Genshin dieses Jahr noch kriegen? Yeah. I love it. Gut. Ja, komm, das erste Spiel machen wir und den Rest machen wir dann morgen. Dann machen wir heute noch ganz kurz Weekly-Geschichten oder so. Ja, gucken wir dann mal. Wow! Guck mal, schon sehr viele Möglichkeiten. Ich habe nur Bongo-Head und das Level-Handbuch. Wir haben Shroom Mage und Bongo Head. Ah, okay. So, there's an actual tutorial to this. Ein kleiner, großer Pyrotechnik-Schleim. Warte, was? Ja, okay. That's not gonna lie. That's funny. Ein kleiner, großer Pyroschleim. Ja. Strong. Kleiner Mittagsschleim mit Feueraxt. Der ist mit Sicherheit klein. Er ist mit Sicherheit klein.
Okay. Ja, gucken wir doch mal, wie scheiße hier läuft. Ich denke mal, das tat sich so ein bisschen wie, gedingenst. Truman Impact meets, ja. Lassen wir das. Wie das letzte Event. Mit Pilzen. So. Entspannter Test mit Aushilfsmonstern. Verwende die Gamepad-Tasten, um zwischen den aktuellen befehligten Pilzlingen zu wechseln. Du kannst außerdem über die Taste alle auswählen, alle Pilzlinge auf einmal wählen. Okay. Drücke auf eine beliebige Stelle auf dem Feld oder auf einen Gegner, um deinen Pilzling zur entsprechenden Position zu befehligen oder den jeweiligen Gegner anzugreifen. Okay. Mithilfe der weißen Markierungen kannst du die Angriffsziele eines jeden Pilzlings erkennen. Mhm. Okay. Rote Linien zeigen dir hingegen an, wenn der gegnerische Trumpf zum Ziel hat. Trumpf zum Ziel? Okay. Ja. Ganz unterschiedlich von dem großen, kleinen Pyroschleim. Durch den Einsatz von Wunderglibber lässt du deine Pilzlinge mächtige Fähigkeiten einsetzen. Die Menge an Wunderglibber wird mit der Zeit wiederhergestellt. Ew. Okay. Ja, okay. I get the controls. Das ist okay. Kann man machen. Ist vollkommen in Ordnung. Stark! Echt stark, du bist unbesiegbar, auch wenn du nur ein Tischspiel spielst. Naja, also. Wenn halt ein geübter Spieler gegen einen Neuling kämpft, ne? Ist hier sowas halt. Guck mich in Genies Invocation TCG an, da bin ich der letzte Kacknub. Da kann man mich besiegen. Scam Machine, halt's Maul. Ein Scheiß, das ist ein Scam Machine. Ja. Bitte, spiel noch 2 Runden und bring mir mehr bei. Bin ich wirklich so sensationell? Hör auf mir zu schmeicheln. Nun, du übertreibst wirklich. Wir spielen hier doch nur ein Spiel. Sei bitte nicht bescheiden. Bei diesem Spiel zeigt sich, welcher Spieler die Geisteshaltung eines Truppenführers besitzt. Die Position der einzelnen Pilzlinge, die Ziele, die Abfolge neuer Kampftechniken, die zeitliche Abstimmung gegenseitiger Hilfestellung. Für alles braucht man gute Strategien. Alter, ist die engaged? Bruh. LOL. Als ob du genau den Punkt erwischt hast. Ja, Muff, ist nicht. Ja, jetzt mach noch mal. Du hast eine Millisekunde oder 10 oder was weiß ich erwischt. Mach noch mal jetzt. Mann, Chris. Ich find's aber geil, wie du exakt die letzte Sekunde erwischt hast. Du bist ein Witzbold, Alter. Der Timing ist wieder on point. Ja, jetzt will ich nicht mehr. Gut, wenn du halt nicht willst.
Wisse, geht doch. Und dann sagt er mir noch, du kannst vom Handy nicht dieselbe Nachricht für die nächsten 3 Sekunden schicken. Spam-Schutz. Ja, für den Spam-Schutz kann ich aber nix. Ich mach halt den Wurf. Geil. Mache ich mir nun pochierte Eier zum Frühstück oder doch gekochte? Even more right, halt die Klappe. Just face it. You're not lucky at all. 5 seconds. Direkt. Pochierte Eier oder gekochte? Was hältst du von Rührei? Morph. Am besten noch ein bisschen Schinken. Oder so. Rührei und Spiegelei hatte ich die Tage schon. Achso, ja gut, dann pochierte Eier. Oder pochierte Eier. Das ist geil. Ja. Ist klar. Nun habe ich eine 10er-Packung Eier im Kühlschrank. Heute gibt es also viel Ei. Ja, belastend, dass du keine Besucher hast. Die Besucher hätten Spaß. 333, Morphe, du wirst so vor die Hunde gehen, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Ich sag's dir, wie es ist. Yay, hey, immerhin hast du deine Punkte zurückgekriegt, Chris. Ich find's auch geil, wie der Kick wie einfach kickt an der Stelle, Alter. Love it. Leite Geier. Bruder. Ja, die Gambling-Maschine ist halt wirklich ein Scammer. Durch und durch. Es wird immer kürzer und immer langweiliger. Nee, Chris, ist nicht. Aber hey, man fängt schon die 7 an zu teasen. Ja. Ah, ist so schön. Ja, ich muss halt so ein bisschen den Spam runterschrauben, Leute, okay? Junge, Junge. Ah! Cool Story, Ross, Alter. Look at it. Watching at you like. Ha! Nice try, bro! Try again! Ah, ich finde diese Emotes geil. Oh, 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 oh. Ist. Mit deinem Trollface dabei ist es aber schon strong. What? Was? Wir sind alle clean durch? Chris hat uns nicht verkauft mit seinem 1000er Call? Was denn da los? Läuft. Und den Gamble hast du auch noch durchgekriegt, Morph. Ach, deswegen haben wir die Heist gewonnen. Verstehe. Du hast die Cops beschäftigt. Ah, oh, da ist die 7 zu Chris. Belastend. Stocks. Echt so. Aber ich sag dir eins, Chris, der Boss wird uns gleich eh zerstören. Da ist meine 7. Danke, Morph. Ja. Ich warte ja wirklich noch drauf ab, dass irgendwer clean den Jackpot sieht. Also den Jackpot. Ja, nee. Nope. Macht einfach mal Meme-Nummern beim Gamblen. Ah. Pride Kappa. Ja, nee, Morph, so funktioniert das nicht. Der ganze Automat hat einen Cooldown von 1 Minute und ich kann ihn nicht tiefer setzen, es tut mir leid. Da müsst ihr euch ein bisschen absprechen. Du hast keine Ausbildung zum Befehligen der Truppen von der Masio Gardenage erhalten und doch bist du so geschickt darin, einen gemeinsamen Angriff anzuführen.
Du bist nicht länger nur ein Zeitstürmer-Führungsklassekämpfer, sondern ein echter Zeitstürmer-Anführer. Turenna, hör auf. Ich muss hier nochmal über die Bosse drüber gehen, es tut mir leid. Ich habe halt die Werte nicht mehr gehabt. Ich habe irgendwas random eingestellt und es... Ja. Schwierig. Interessiert am Dienst der Masio-Gardenage? Du kannst bestimmt in kürzester Zeit deinen Platz als Truppenführer einnehmen und dich zu einem zentralen Mitglied der Truppe entwickeln. Super, wie hoch ist das Gehalt? Ach, ich möchte nicht zur Arbeit gehen. Super, wie hoch ist das Gehalt? Ach, nee, ich möchte nicht zur Arbeit gehen. Wenn Rio sich an einen bestimmten Ort niederlässt und jeden Tag arbeiten geht, wird er seine eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Achso, das ist doch Paimon, lol, I'm stupid. Paimon will auch nicht jeden Morgen früh geweckt werden, um zur Arbeit zu gehen. Es ist besser, tun und lassen zu können, was man will und überall hingehen zu können. Da hat sie recht. Ist falsch bei euch. Haben Sie denn die Genehmigung für die Slotmaschinen? Ja, habe ich. Random eingestellt. Gewinnchance nehmen wir mal irgendwas zwischen 1 bis 4%. Wird schon passen. Ich weiß es nicht, ob ich die überhaupt irgendwie in Ansatzweise getestet habe. Ich meine, es gibt so einen Boss-Fähigkeits-Calculator und so. Baum. Weiß nicht. Keine Ahnung. Und den habe ich, glaube ich, nicht konsultiert. Glaube ich. Ja. Hey, immerhin. 25 Coins gemacht. Chris, läuft bei dir. Ja, zumindest eine. Ja, solange es keine Aale sind, ne? Alles gut. Waffles, Pulse, Lever. Ey, guck mal, ihr habt einen Streak. We smart, bro. We smart. Das Schlimme ist, da drin gibt es ein Emoji, da sehe ich immer Morph, ne? Es ist so schlimm. Der hat sich einfach zu einem Morph bei mir entwickelt. Und zwar der Seems gut. Ich weiß nicht, warum ich dich da immer sehe, Morph. Ich weiß nicht. Ach, boah, wow. Dass du mit der 1 durchkommst, das ist traurig. Es ist so traurig. Genau das, Morph. Genau das. Liegt es vielleicht daran, dass es irgendwie dein Most Favorite Emote ist oder so? Keine Ahnung. Wie kommt das? I don't know. Ich glaub ja. Ja, nee, Chris. Ist nicht. Du hast bei Gamble gewonnen. Jetzt kriegst du keine Slots mehr. Aber auch die Emoji-Kombination ist wild, Alter. Katastrophe, Kappa und dann noch. Hahaha. Ah. So. Und es gibt mehr Auswahl bei den täglichen Mahlzeiten. Und es gibt mehr Abwechslung beim Essen. Ja. Jawohl! Abwechslungsreiches Essen ist auch wichtig. Wenn man immer am selben Ort bleibt, wird das Essen mit der Zeit langweilig. Also ist es besser, ab und zu woanders zu sein. Ich verstehe deinen Respekt für den goldenen Meteorit und den silbernen Satelliten, Fräulein Turenna. Bedauerlicherweise werden sie meinen Informationen zufolge über den Teyvat herumreisen und nebenbei Menschen in verschiedenen Städten bei ihren Problemen helfen und Monster vertreiben. Das ist tatsächlich genau auf den Punkt gebracht. Ich gucke mir gerade meine November-Statistik im Kanal an. Und? Es ist so geil. Kaum verliert er den Gamble, kriegt er die Slots. Es ist schlimm. Und da ich schon von ihren guten Taten profitiert habe, wünsche ich mir auch, dass mehr Menschen ihre Hilfe erhalten können. So ist das also. Die Saat der Gerechtigkeit und des Friedens in ganz Teyvat zu sehen, ist wirklich viel wichtiger, als sich nur um den Schutz von Fanta zu kümmern. Da muss ich wohl noch ein paar Runden mit euch spielen und versuchen, eure Gedanken nachzuvollziehen.
Bevor Paimon es vergisst, es gibt noch eine wichtige Sache, Hanir. Ich vermute, du fragst nach Trommelkäppchen, oder? Trommelkäppchen und Freudefunke sind gleich dort drüben. Fräulein Turena hat sogar eigens einen Freund für die Pilzgefährten arrangiert, der sie im Alltag pflegt. Wie gewöhnlich habe ich auch dieses Mal einige besondere Wunder-Gelees vorbereitet. Ihr könnt mit den Pilzgefährten etwas knabbern, während ihr zusammenspielt. Wunderbar! Hanias Vorbereitung wird von Mal zu Mal besser. Rio, lass uns noch eine Runde kleiner Pilzling große Illusion mit Turena spielen und zu Trommelkäppchen gehen. And now it gets fancy. Oh boy, that's a lot. So, der Bot ist erstmal gemeldet. Seek fluent intake immediately. So. Ne? Drink time. Warte mal. Jetzt muss ich nochmal kurz nachlesen. Ich war so in der Story ver. Oh. Wieder 2,7. Nee. 2 Tage und 1 Stunde zugeguckt. 221 Chat-Nachrichten im November. 15 von 15 Streams gesehen. Ja, läuft. Strong Wolf. Strong. So, der Bot ist erstmal gemeldet wegen Mobbing. Was für? Oh, fuck. Weißt du, in den letzten Streams habe ich so viele Siebenen gesehen, ne? Aber noch nie. Wirklich noch nie. Die fehlende 7 in Folge und das auch noch 2-mal. Wie geil. Oh, Trikusabot, du hast heute echt Bock, Bruder. Läuft bei dir. Hast heute deinen lustigen wahrscheinlich, wa? Ich merk das schon. Boah, Junge, muss ich los. We smart? Nein, we not smart. Oh, fuck. Ja, nee, Muff. Ist heute nicht. Gut, dann machen wir das Level auch noch, komm. Let's go. Oh, wir haben die volle. Okay. Gut. Wir haben sehr viele Elektrofeuer-Gegner. Wir haben einen Dendrosammerchill. Dendrosammerchill ist schon mal doof. Wir haben Medics. Eine nur. Wir haben nur einen einzigen Medic? Das ist schwach. Wo ist Bongo Heads Medic-Fähigkeit hin? I miss it. Okay. Ein bisschen Elektro, warum nicht? Tankiness of Ice. I mean, why not? Verwirbelung haben wir schon. Oder wir machen den. Das sind den. Die Rundum-Rekruten, Turena. So. Morph, gib mir die 7 und dann gebe ich meinen Teil ab und wir sind beide glücklich. Aber du musst sie ja immer klauen! Drückt der Bot die 7 da gar nicht mehr raus. Ja, es dauert jetzt so ein Weilchen. Yeah.
Wegschub. So, Fokus auf den großen, Leute. Medic. By the way, kommen wir noch raus. Aus der Agrozone. Camel 333. Guck mal! Morph hat den Meme gefunden. Okay, eine hätte ich. Naja, ich habe nur den einen Kampf gemacht. Weil Quest hat gesagt, mach Kampf. Also mach ich Kampf. Ich will jetzt mit Bongo-Käppchen und... Lol, what? Die haben eine Maschine da hingestellt? Oh, schwierig. Wrong, Jungs. Ihr finanziert eure Glücksspielsucht durch Bankräube. Ich werde mir Sorgen machen. Sommelkäppchen und Freudefunke, lange nicht gesehen. Halbern hat euch so sehr vermisst. Ja, schleichen wir in den Kopf. Lass uns die Pilzgefährten füttern. Und wer ist das? Na, Bongohead. Na, Freudefunke. Lass Palmann Trommelkäppchen umarmen und Freudefunke knuddeln. Hä? Warte mal. So hat sich das Aussehen nicht verändert, aber es scheint so, als ob Trommelkäppchen und Freudefunke etwas zugenommen hätten? Das heißt, die Gefährten haben gut gegessen. Das heißt, dass Hania und die anderen sich gut um die Gefährten gekümmert haben. Wenn das so weitergeht, werden Trommelkäppchen und Freudefunke vielleicht eines Tages viel größer sein als wir. Dann kann uns Trommelkäppchen auf den Kopf tragen und hochfliegen, wenn wir gemeinsam auf Reise gehen. Und wenn Trommelkäppchen müde wird, dann wird Freudefunke uns tragen und wir können ein Packtier finden, auf dem wir uns zusammenreisen können. Das fühlen die beiden anscheinend. Name: Scam Machine 7. Siehst du? Oh weia. Die Pilzgefährten scheinen besonders glücklich zu sein, wenn sie von gemeinsamen Reisen hören. Wenn wir die Verbesserung der Weisheitsperle vollendet haben, werden die Pilzgefährten frei und uneingeschränkt herumlaufen können. Wo wollen wir spielen gehen? Jo, wir könnten vorher etwas planen. Füttern. Ja, diesmal haben wir viele neue Geschmacksrichtungen von Wundergelees. Welchen sollten wir also den Pilzgefährten verfüttern? Wundergelee mit Fisch- und Pommesgeschmack. Fisch und Chips? Digga, wie sehr? Palmon ist die Pilzflüsterin. Nein, nein ist sie nicht. Aber... Oh, Moment, was? Was? Wie? Das Schlimme ist ja... Welche Maschine warst du dran? Die 7 ist es nicht. Weißt du, was das Schlimme daran ist, Morph? Es ist doch noch dein Emoji, Alter. Mit dem du gerade den Jackpot gezogen hast. Auch nicht. Aha.
So, welche Maschine warst du? Die Sterne und Planeten müssen in der Reihe stehen. Das kann ich mir nicht sagen. Okay. Ich achte auch nicht. Ihr tut so, als hätte ich hier ein Casino stehen. What the fuck? Wir sind hier in einer kleinen Butze mit einem scheiß Automaten, der da steht. Mit einer 6. Wie süß. Warte nicht. Hä? Big Set. Deswegen muss auch die scheiß Maschine die ganze Zeit nachladen, weißt du? Jeweils nur ein Automat steht da. Oh, das ist wieder die 7. The 7 is teasing me. Oh ja. Nicht nur dich, die teast jeden. LOL. So, Fish and Chips. Mal wieder zurück zu Genshin. Wundergelee mit Fish and Chips Geschmack. Wie sehr wollen sie Fontar als England darstellen? Ja. Wundergelee mit Kaffeegeschmack. Okay, das ist wieder Indian-Style eigentlich. Wundergelee mit Fonta-Geschmack. Okay, willkommen in Frankreich. Wobei Fonta. Ist Fanta nicht ein amerikanisches Ding? Klar. Rolltreppen, Rolltreppen. Nö. Alle. Aber Fish and Chips, Alter. Erstmal fucking England, Junge. Fanta. Pilzgefährten scheinen zu schweben. Ach so, die Pilzgefährten können keine Nahrung mit so viel Sprudel essen. Da wir nach Fontaine gekommen sind, um neue Gerichte entdeckt haben, können wir sie auch Hania empfehlen und eine neue Geschmacksrichtung von dem Wundergelee herzustellen. So, und wer ist das? Es scheint ein Gardamecker zu sein, der von Fräulein Turenna mitgebracht wurde. Hat der etwa die ganze Zeit mit den Pilzgefährten gespielt, als niemand hier war? Der Gardamecker scheint ein wenig mit dem Kopf zu nicken und erzeugt ein mechanisches Geräusch. Ich weiß nicht warum, aber obwohl er nicht spricht, wirkt er irgendwie ziemlich elegant. So höflich! Dann gibt Palmer dir einen schönen Spitznamen. Palmer nennt dich Fräulein Gardemetikett. Wett. Alle. Deutsch ist Fanta. Coca-Cola hatte Probleme, Cola bzw. die Zutaten nach Deutschland zu importieren, haben sie Fanta erfunden. Oh. Nee. Das hat er schon mehrfach gehabt. Nee, das zählt nicht. N44. Ja, nee, die war es nicht, Morph. Hallo, ja, was, hallo? Fräulein Gardemetikett. Einige Komponenten des Gardemeckers scheinen in einem festlichen Rhythmus gleich zu glitzern. Fräulein Gardemetikett scheint zufrieden zu sein. Die Pilzgefährten sind sicher froh, dich zur Freundin zu haben, Fräulein Gardemetikett. Boah, ich bin so froh, dass ich das nie wieder aussprechen muss, Alter. Junge. Gardemetikett. Junge. Paimon! Das ist falsch bei dir. So, dann gehen wir Bongohead und Freudefunk mal anderes Futter. Komm, geben wir ihr Fish and Chips. Let's go.
Fühlen sie. Palmer wusste gar nicht, dass die Pilzgefährten auch Fische und Chips mögen. Sie sind doch überhaupt nicht wählerisch. Wer einen guten Appetit hat, hat auch einen gesunden Körper. Da wir nach Fontar gekommen sind und neue Gerichte entdeckt haben, können wir sie auch Hania empfehlen, um eine neue Geschmacksrichtung von den Wundergelee herzustellen. Das wird noch Kaffee, Alter. Digga. Du hast die 100 gerollt und damit den dreifachen Preis gewonnen. GG, Alter. Das hat bisher noch keiner geschafft. Gamble durchgespielt. Ja, mit 4. Hallo. Setz mal ein bisschen mehr hier. Kann doch nicht wahr sein bei dir. Morf, tu's nicht. Morf, tu's nicht. Nein, hör auf. Stop it. No. Don't you dare. Not this time. Pilzgefährten, geben wir denen nochmal Kaffee. Damit die gleich richtig überdrehen. Wow. Die Pilzgefährten scheinen mehr Energie zu bekommen. Ist in dem Wundergelee mit Kaffeegeschmack wirklich Kaffee drin? Da wir nach Fontaine gekommen sind, neue Gerichte entdeckt haben, können wir sie auch Hania empfehlen und bla. Gut. So viel dazu. Nein. Ja. Also haben wir so ein paar Kisten, glaube ich. Ja, den Rest machen wir dann morgen. So. Gut, Flex haben wir ja durch. Probelauf haben wir. Haben wir den Probelauf? Habe ich gemacht. Ah, warte mal. Wir sind jetzt durch, ne? Natürlich sind wir mit den Dailies durch. Reports sind so. 222. Ich nehme mich jetzt ernsthaft dazu, den Teufel raushängen zu lassen? Ihr seid fies. Ah, okay. Wenn Morph mir die Lucky 7 einfach klaut, ne? Frechheit. Was halten Sie davon, dass man für Kanalpunkte better Twitch Team Emote adden kann? Nicht viel. Tatsächlich. Ich habe mir die explizit ausgesucht. The arena has been cleaned up. Ups. Ja, ich glaube, den Boss muss ich erstmal wieder abschalten, tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, die muss ich neu berechnen, die Jungs. Das wird so nix. So, Erkundungen entsenden. Furina, du hattest jetzt ganz lange Pause. Jetzt darfst du wieder arbeiten. Der Teufel verkauft uns halt für ganz billig. Natürlich. Of course I do. Du bist ein kleiner Sieg. Eine Sache, die natürlich schade ist an der Slot-Maschine, es gibt keine mehreren Gewinnstufen. Über richtigen Automaten. Weil man auch nur eine Reihe hat. Langweilig. Was habe ich denn in der Woche alles bestanden? Nada, niente, überhaupt nichts. Cool. Da machen wir doch noch Kopfgeldjagd und bitten der Bewohner für dich. Oh, wait, stimmt. Catherine! Add Astra. Katharine! Thank you for
Yes. Nein. Da wollte ich hin. Habe ich aber selber reingeschissen? So. Hopp. Euphrasie. Euphrasie. Kopfgeldjagden. Ja, natürlich. Immun gegen Elektro, das ist scheiße. Ich finde die neuen Frisuren im Frontar so geil, Alter. Das ist schön. Also Frisurenstil technisch sind die echt weit gekommen jetzt. So. Was haben wir denn hier alles? Okeano Spuke. Okay. Spucken die rum? Pabanas, bitte um Milch. Lass mich raten, Pabana ist ein kleiner Junge, der Milch haben möchte. Oh. I'm scared of what's happening now. Lass mich raten. Wobei, der hat ja den vor zwei Rolls schon. Unser Morph. Er ist belastend. Krieg. Hey, Kurze. Mommy ist da, um dir Milch zu geben. Scheiße. I'm sorry. Morph, findest auch, dass wir das Emote brauchen? Ja, wenn ihr das Emote braucht, dann meinetwegen schickt es mir irgendwo oder was weiß ich und ich guck's mir mal an und guck, ob es mir gefällt oder nicht. Im allerärztesten Falle landet das in der Slot-Machine. Dann werdet ihr aber anders hops genommen. Ich finde schon, dass es gut zum Content des Kanals passt, okay. Lol, what? Lol, what? Es tut mir jetzt leid, Jungs, das wollte ich nicht. Aber, Alter, die Gewinnausschüttung von Kenji ist schon krass. Stimmt, weil der Pirat, das habe ich mir richtig viel Gewinn reingezimmert. Oh boy. Interessant. Achso, du hast mir die privat geschickt, die Nachricht, lol. Deswegen wird die nur in meinem Chatbot angezeigt? The fuck? Okay. Lol. Nicht mal auf der App habe ich die Nachricht. Mein Chatbot kann privat DMs anzeigen. Wie geil ist das denn? Mein Twitch kann es nicht. Also mein Streamlabs OBS kann es nicht. Mein Streamlabs Chatbot kann es. Nicht mal mein Handy kann das. Bruh, das ist die offizielle Twitch-App. Freunde, ihr macht was falsch. Zurück zu Mommy hat Milch für dich. Mensch, plötzlich ist der Traveler. Nicht mehr Mommy. Aber das, Emote ist es, okay. Hast du Proben von deinen Milchprodukten vorbereitet? Du kannst sie mir... Wow! Können wir mal bitte, also jetzt for real, mit der Antwort, egal ob es der männliche oder der weibliche Traveler ist, Bruder! Ich meine, hast du Proben von deinen Milchprodukten? Hallo? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Der Kleine ist wild. And who the fuck knows what we are selling him right now?
Oh boy. Hm, ich gebe dir gleich von meinen Milchprodukten. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Weil ich dachte mir so als Scherz, ja komm, jetzt stehe ich mit Mommy vor ihm, ne, komm, ich gebe dir was von meiner Milch. Und da kommt er mit dem Spruch? Alter! Junge! Okay. Ja, hast du Milch von der Kuh. Oh, noch 8, boah, Junge, 8 Gläser, Junge. Da hat der Traveler aber richtig ordentlich gemilkt, Junge. Oh boy! Vielleicht ist aber auch einfach nur Kokogoldmilch, who knows? Kokosnuss-Ziegenmilch. Ich meine, wait. Ist der Junge eventuell von einem lokalen Priester gewohnt? ich glaube, Fontar hat keine Priester. Zum Glück. Das Witzige ist, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die einzige Nation, die irgendwas großartig mit Kirchen zu tun hat, ist Mondstadt. Die haben eine dicke, fette Kirche. Gut, zugegeben, eine Art von Religion hat auch Inazuma mit ihrem Schrein oben. Ne? Also mit den Schreinjungfern, wie es so schön heißt. Jungfern, ist klar. Ja. Inazuma ist Religion ja weniger erlaubt, lul. Es gibt nur eine Religion. Und das ist Raiden Shogun. So. Staatsreligion und so. Ja, ist richtig. Aber überleg mal. Liyue, keinerlei religiösen Geschichten? So wirklich? Gut, man könnte das Lantern Rite als so eine Art religiöses Fest sehen. Maybe. Bei Sumeru brauchen wir gar nicht damit anfangen. Gut, okay, granted. Granted. Es gibt quasi eine Religion, und zwar sind das die Gläubigen von King Deseret. Das sind aber Extremisten. Siehst du? In Sumeru hast du nur Fanatismus. In Liyue, ja. Aber IRL ist Religion in China schwierig. Ja, gut. Okay. So, Mondstadt sind halt wirklich die einzigen Vollidioten, die angefangen haben mit Rittern und Religion. Willkommen in fucking Deutschland, Alter. Und Religion in Arabien, frag nicht, Bruder. Indien und Ägypten. Ne? Indien und Ägypten. Ägypten, wir wissen, was Phase ist. Und Ägypten haben sie das Religionsding auch durchgezogen. Im Ägypten-Teil. Die Inder, die sind einfach nur voll auf Entwicklung, Bruder. Entwicklung und Forschung, auch wenn wir alle zu dumm dazu sind, aber ist egal. Religion und Forschung. Feuer frei, Junge. Hello, I'm under the water, please help. Das ist Sumeru, Alter. Und Tech Support. Du hast das Kappa vergessen. gut, ich hab sie. Das ist für die Probe- und Dienstleistungsgebühr. Ich werde mich bei dir melden, sobald ein Lieferant ausgewählt wird. Ein Lieferant. Warte mal. Warte mal. Moment. Trotz heißt 33, wofür ist es aber auch funny. Ja, blöd, dass er bei mir im Chat nicht aktiviert ist. Können wir mal kurz ein bisschen mehr Kontext daraus machen? So, wir haben ihm gerade 8 Milchflaschen gegeben. Es geht um Proben deiner Erzeugnisse. Heißt das gerade, wir haben mehrere unserer Freunde gemolken? Mommy 1, Mommy 2, Coco Goat, Hydro Mommy, It's nearly time for afternoon tea. Vielleicht die Liyue-Lesben? We're going places. Let's stop here. Gut, vielleicht haben wir auch ein Helfen gemolken. Für die Frauen. Dir. Wir sollten aufhören.
Bruder geht da gerade in den Überfall im Hintergrund. Hör mal hin. Nee, tatsächlich nicht. Das sind die zwei Deppen hier. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? Die zwei streiten sich nur über Fotoapparate. Solo heißt easy. Ah ne, doch nicht. Orf ist gestorben. Das hast aber richtig hart verkauft, du. So. Keine der Vergänglichkeit. Ja, Mensch, da wäre ich ja. Digga. Das hat meine Kanne maximal ausgefüllt. Das wundert mich jetzt nicht. Nachdem ich 4 Tage nicht mehr in Genshin rein konnte. Ui, eine 7. Eine von 3. Ich meine, wir hatten ja sogar schon Pärchen. Immerhin. Mein Emote-Morph. Nein, nein. Nein, 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 nein. Wo war der letzte Zweier? Der war nicht vorne. This realm is truly beginning to thrive. I cannot help but be stirred. Jetzt weiß ich, was du meinst. Es geht um den Morph, der da drin ist. Der für Morph geholfen hätte. Na, guck mal. So, zumindest hast du dein Geld zurück. If you ever Hoppala. So, mein Gewächshaus ist auch durch. Habe ich auch auf dem Wasser was angepflanzt? Money back guarantee. Ja. Not quite, but I see what you mean. So, nächstes Feld. Ich muss mir dringend überlegen, wie ich meine Inazuma-Kanne baue. Jetzt, wo ich sie habe. Ein Hauptgebäude habe ich schon. Halbwegs. Mitmachen. Glasslilies, warum nicht? So, It's set. So. Einfach um unsere Chancen zu erhöhen, dass wir gewinnen, mache ich einfach mit. So. Am Ende des Tages sorge ich nur dafür, dass wir Kira fressen. Sowieso im Boden stampft. Wahnsinnige. So. Zurück nach Fontar. Ich habe eine Kopfgeldjagd mit Elektroimmunität. Fühle ich jetzt nicht unbedingt so sehr. Also eigentlich sorgst du nur dafür, dass wir einen schwereren Boss kriegen. Nein, tatsächlich nicht. Zwar auch, aber für 2 Spieler haben wir Spike wie auch Kenji. Die gehen bis 5 Spieler, meine ich. Jeweils. Zwar kommt bei 3 noch Ray dazu oder Kira, einer von beiden. Aber die Chance, mit mehreren Spielern in den ab 2-Spieler-Boss reinzugehen, erhöht die Erfolgschance am Ende des Tages. So muss man das sehen. Ich habe tatsächlich die Tage, habe ich noch ein VOD wieder verfolgt, wo ich
meine Bots zum ersten Mal wirklich berechnet habe und laufen lassen habe und die waren so bodenlos einfach, dass du einfach ständig über Spike drüber gerannt bist. Mit zwei Spielern, ohne Problem. Einfach drüber gelaufen. Jetzt will er sich auch noch rausreden. Nee. Immer auf deine 7. Die ist an der falschen Stelle, Chris. Obwohl, nee, ist sie nicht. Ah, bei die mittlere. Das ist die rechte. Bin doch die linke. Ja, Moor verkackt. An der Stelle. Ah. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte eigentlich mit Truppen bauen, aber egal. Wen holen wir denn jetzt raus? Die Kopfgeldjagd. Ja, nein. Also Elektro schon mal eine scheiß Idee. What are my orders? I will bring my notebook. Die kleine Hexe muss ich noch fertig machen, du. Das ist ein kleines Terrorzwerg. Alright, let's head off. Hochwasser. I promise to keep you safe. May knowledge guide you. Na, ich glaube, das machen wir so. Nein, brauche ich nicht, Chris. Danke. Ich habe natürlich jetzt nicht drauf geachtet, was dem seine scheiß Schwäche ist, ne? Das ist das große Problem. Ich sehe aber gerade... Airdrop. The doctor will see you now. Seems like an emergency. Time for a light show. Ja, wird man langsam Zeit, Morph, tatsächlich. Let me weave you a bird. Go. Fire hazard. Deswegen die Klinge nicht hier, ich verstehe. Na dann. Aber tanky as fuck das Mistvieh. Mach das, gönn dir. Mind the side effects. This is nothing. Au. Bitter pill to swap.
Scheiß Mistkette verpasst. Mistvieh. Stop interrupting my boss. Thank you. Noch eine Banane. So, dann würde ich gerne mal gucken, wo sind die Aufruhrdinger? 600 Meter und 1000 Meter, wo sind die denn? Die sind auf der Insel, okay. Dann gehe ich erstmal wieder zurück nach Frontal, gebe erstmal den ersten Boss ab, dem ich wahrscheinlich gerade das dümmste Team überhaupt reingesetzt habe. Das nochmal angucken, tatsächlich. Am Ende des Tages hat er irgendwie eine Schwäche gegen Katalysatoren gehabt oder so, keine Ahnung. Das wäre es einfach. So. Kryo-Widerstand. Ich hätte doch mit Ganyu reingehen sollen. Ha! Mensch, who would have guessed? So, Immunität gegen Dendro und verringerte Pyro wieder. Oh oh. Baiju, sag's ungerne. Du wirst leider ersetzt. So, du fliegst raus. Ich flieg jetzt alle mal raus. Moment. Oh. The campaign begins. Are you going to hold the festival? For justice. Shingshu? Nein, nicht Shingshu. Kazuha. Want me to come along? Und zu guter Letzt unser Klassenmedic. I will bring my notebook. Mach das. Jetzt wird's weh tun. So, dann Okeano Unruhe ist da. Und meine Kopfgeldjagd ist da unten. Mal wieder. Okay. Gut, dann, ja. Dann arbeiten wir mal die Sachen alle ab. Ich sehe einen Sumeru-Charakter mit Fragezeichen auf dem Kopf und ich will ihm nicht näher treten gerade. Das triggert doch nur wieder eine Quest. Das ist sogar einer von der, ach Mann, wie heißen sie? Goldbrigade. Goldbrigade war es, richtig. Ja. Darauf erstmal wieder gamblen und erstmal wieder reinscheißen. Geil. There is no actual teleporter in the closer range. Let's go swimming, I guess. Geht. Es ist schon hart belastend, dass die es auf Krampf zensieren müssen, wenn du unter Wasser schwimmst, ne? Aber wenn du ganz normal schwimmst, ne? Nee, Zensur ist nicht nötig. I don't get it. Da muss ich sie den hinführen, okay. Und dach die Herrschaften, was geht? No escape. The wind knows me. Näher kommen, ertreten, danke. Eingefroren sein und jetzt. Ah, Wasserserien werden gerufen über diese Katalysatoren also. Okay. I don't care. Not gonna lie. Aufträge. Hoppala. Uhrwerk Mecker Unruhe. Einmal bitte dahin. Von dort aus. Achso. Deine Meinung zum Emote? Ich habe ihn mir noch gar nicht angeguckt, du Depp. Wann soll ich den denn angeguckt haben? Bin ich einmal aus dem Spiel rausgetappt? Nein. Sehe ich die Nachricht nur da drüben? Ja. Denn das brauche so. Degens wie Moff. Ich. So Degens? So degenerierte?
Warum ich das gemacht habe, ist egal. Au. Ich muss eigentlich anders starten, die ganze Nummer, ist egal. Nein! Hör auf! There is no escape. Einmal. So! Dankeschön! Hallo? Can we stop that? Thank you very much. Illusion shattered. Life goes on. The wind knows me. Fallen leaves. Adorn my... The field is lit. Genau so und nicht anders. Das arme Gras, guckt es euch an. Und wer war schuld? Diese Viecher. Level 31, easy. So. Kopfgoldjagd da unten. Ich finde, das brauchen so die Generates, die Morph und ich. Ja. Nein! We're not approaching your chest. Not gonna do that. Why is this stuff glowing? I don't know. I don't care. Guten Tag, die beiden. Was geht? Guten Tag. Ja. Nice. Fire hazard. Here comes the firework. Torn to oblivion. Netter Versuch, aber as one with wind and cloud. There is no escape. Kaputt. Ich hab kaputt gemacht. Sorry, Mama. Hoppala. I broke it! I broke it. Ach komm, meine Fresse. Hi! Was geht? Wer bist du? Oh, der goldene Chef und die silberne Chefin. Unglaublich, dass ich euch hier treffe. Und du bist? Ah, die Goldbrigade marschieren in Fontar ein. Pfeil und Lauf. Nein, und du bist? Warum ist eine Söldnerin der Goldbrigade... Warum ist eine Söldnerin der Goldbrigade hier? Ihr kennt mich nicht, oder? Meine Verkleidung ist also ein voller Erfolg. Gut, ihr gebt eure Freundschaftsgebühren ab. Wir geben dir kein Mora! Moment. Was sind denn Freundschaftsgebühren? Eine herzliche Umarmung, ein Klaps auf die Schulter oder eine Faustberührung ist in Ordnung. Wiedersehen sollte mit Freude und Fröhlichkeit gefeiert werden. Freut euch nicht, Ehrengäste von Tenchukaku, Krieger, die in den 7 Tagen 3000 Banditen erschlugen und Zwillingssterne der Weisheit und Tapferkeit? Das ist eine lange Liste von seltsamen Titeln und du hast uns gerade Chefs genannt? Jetzt fällt es Paimon wieder ein. Du bist vielleicht Fräulein Tsuka? Jawohl, richtig. Tsuka in Gestalt einer Söldnerin ist hier auf der Bühne. Was? Okay. Wild. Steht ja aber auch gut. Granted. Ganz cool aus.
Es ist lange her, du siehst toll aus. Ich kann mich immer noch nicht an dich erinnern. Warum siehst du wie eine völlig andere Person aus? Genau wie Hinaya. Hast du etwa Hinayas Klamotten angezogen? Nicht schlecht, oder? Sie sind leicht, flexibel und atmungsaktiv. Perfekt für das Leben im Regenwald. Wenn ich zu Fontar komme, muss ich nur ein Haar hochbinden und es fühlt sich überhaupt nicht mehr steckig an. Muss ich nur mein Haar hochbinden, nicht ein Haar. Es ist perfekt für meine Reise in Fontaine. Jetzt brauche ich einmal die Jetzt brauche ich nicht einmal die Eisnebelblumenblüten, um die Hitze zu lindern. Apropos, habt ihr Hinaya schon gesehen? Diesmal haben wir in Fontaine ein Spiel namens Kleiner Pilzling Große Illusion veröffentlicht. Eine verbesserte Version von Theater der Pilze. Ah, richtig. Theater der Konstruktion? Irgendwie sowas? Wie ist das andere? Darin gibt es völlig neue Gegner, die ich eigens auf der Grundlage von Geschichten über Abenteurer auf der ganzen Welt entworfen habe. Die Züge jedes Pilzlings wurden ebenfalls neu gestaltet, sodass sich das Spiel definitiv anders anfühlt. Das Spielerlebnis wurde erneuert. Das Spielerlebnis wurde erneuert. Zuka sei gepriesen. Echt so. Es ist viel spannender und aufregender, gegen einen beweglichen Gegner zu kämpfen. Und es ist auch viel befriedigender, die Pilzgefährten zum Sieg zu führen. Wie schön. Von meinen Chefs anerkannt zu werden, dann muss ich mich wohl mehr bemühen. Zuvor hat Hinaya gesagt, dass du vor dem Zeitungsbüro stehst und an einer Anzeige arbeitest, die im Dampfvogel erscheinen soll? Richtig. Ich habe einen Termin mit einem Journalisten, um das gemeinsam zu schreiben. Schreiben ist doch mein Fachgebiet. Herr Balfour ist vom Forschungsinstitut Fontar eingeladen worden, um technische Unterstützung für die Verbesserung der Weisheitsperle zu suchen. Also trenne ich mich vorerst von ihm. Wenn ich hier Schluss gemacht habe, komme ich zu euch und spiele mit euch eine Runde Kleiner Pilzling, Große Illusion. Also wartet bitte auf mich. Na, da drückt Palmer euch die Daumen. Toi, toi, Suka! Okay. Warum steht da immer noch Fragezeichen? Ach, Leute. Das ist die gleiche Konversation. Hey, mach mal auf. Ah, das ist... Okay. Bitte sag mir, dass jetzt alles verschiedene Konversationen haben. Oh, die Goldbrigade marschiert in Fontar ein. Ah, schnell, ruf die Garde mal an. Oh, ist das notwendig? Hört auf damit, ihr habt doch überhaupt keine Angst, oder? Immerhin seid ihr so stark, dass die Söldner, die überlebt haben, Bilder von euch gezeichnet haben, um andere zu warnen, sich nicht mit euch anzulegen. Wow. Ganz zu schweigen von Helden wie euch oder den Gardemecker, die auf der Straße patrouillieren. Selbst eine Pummelrobbe kann mich mit ihren Schwanz umhauen. Wie auch immer, ich bin schließlich kein Eindringling, sondern nur eine auswärtige Touristin, die sich als Söldnerin verkleidet und ordnungsgemäße Geschäfte macht. Hinaya hat Fräulein Turenna mein Foto an der Masure Garde Marie geschickt, um die Gendarmen nicht... Damit die Gendarmen mich nicht haften. Moment, hast du gerade Hinaya erwähnt? Bist du vielleicht... Vielleicht Fräulein Suuka? Jawohl, richtig. Suuka in Gestalt einer Söldnerin. Ist lange her. Du siehst toll aus. Ich kann mich immer noch nicht an dich erinnern. Okay. Ab hier ist... Stimmt, Hinaya war eine Goldbrigade. Da war ja was. Die hätten das Fragezeichen wegmachen können. Es ist Suuka. Nicht mehr Fragezeichen. I'm barely disappointed. See the disappointment in my face. How the shit did I just touch that button? Bin ich froh, dich zu sehen, Schätzchen. Ach Gott, die ist ja fast genauso flirty wie Lisa. Da war ja was. So. Oh, geil. Großer, überwucherter Rissprimus. Umfallende Blitze. Immunität gegen Dendro. Stangenwaffen. Okay. Raiden! That's your turn now. Aber da ich aktiv Raiden spielen muss. Wie wäre es, wenn ich Yui austausche gegen eine... Candice?
Candace funktioniert leider nicht so gut wie Xingqiu. Warte, ich muss für Candace immer noch was machen und ich habe keinen Bock. Chivalry will never. Ich habe so keinen Bock auf. Boah, nee, das soll mich wieder da nicht angehen muss. Jedes Mal, wenn ich Candace erwähne, dass sie nicht so gut funktioniert, fällt mir wieder ein, fuck, ich muss angeln gehen. Und ich habe keinen Bock drauf. An sich ist das Angeln ja gar nicht so das Problem, ne? Aber. There's just one thing fucking me off totally. Ja, ist okay. Shine down. Go. Ha! Inazuma shines eternal! Let me weave you a verse. Rain outlines your wind strider. Shut up, clouds high. The birds. There is no escape. Torn to oblivion. Illusion shattered. Niedergestreckt, niedergemetzelt und weg. Diese drei Kopfgeldjagden ab. Abgeschlossen. Dann hole ich mir noch meine EP für die Stadt. Und dann gucken wir mal, was Phase ist. Haben wir ein Level Up? Who knows? I doubt it. Guten Tag. Oh. Nicht mehr weit. Dann sind wir Stufe 8. Not gonna lie, cooler Profilhintergrund. Also wirklich. Gott, die Flügel. Oh mein Gott. Okay, wie macht man die... Wie macht man? Geil gemacht. Wie macht man die Flügel von Fontage speziell, wenn man schon viel zu viele Flügel hat, die zu Wasser passen? Richtig, man macht sie Furina-Style mit zwei verschiedenen Farbtönen. Puh, da ist das gut. Oder Focalor geht ja auch. Ist ja auch zwei Farbaugen und so. I love it. Ich wüsste jetzt keinen Charakter außer Furina, zu dem die Flügel passen, aber ich finde sie trotzdem cool. So, gucken wir mal. So. Xingqiu. Pick nur auf Witch, welche Flügel hast du aktuell? Was haben wir die bekommen? Okay. Die würde ich gerne freischalten, aber dazu muss ich PlayStation spielen. Dazu habe ich aber keine PS4. Belasten. Ja, gut, schwierig. Ich finde ihn ganz cool, aber echt nicht, nein. Wirklich nicht. Der passt zu ihm. Der Twitch. Du hast schon den speziellen, ne? Ja. Du hast schon den speziellen, okay. Ah, welchen hast du? Ah ja. Du hast Animo von mir bekommen. Da war ja was. Es ist belastend, wie gut der Goldene zu ihr passt, ne? Nee. Wollen wir jetzt in dem Outfit? In dem Outfit. Es ist schlimm.
den schwarzen. Ich sehe auch den Leo Arschlecken. Was ist einfach zu gut aktuell? Hast du, die Musik? Ja, doch, das passt mit der Rüstung. Welchen hast du? Ah. Den schwarzen von mir bekommen. Okay. Kind of. Not gonna lie. Es geht eigentlich tatsächlich. Im Lila in dem Ding. Ist nicht. Ja gut, der greift mit dem Blatt zusammen, was sie auf der Stirn hat. Geht eigentlich auch, ne? Komm. Schwarz. Ja. Ein anderer passt auch aktuell nicht zu ihr, würde ich behaupten. Weiß ja nicht. Wir gehen tatsächlich auch, aber ich finde den Anfänger immer noch besser bei ihr. Er hat aktuell Animo, aber. Ja, doch, nee, ich bleib bei Animo. Lass mal das. So, Hä? Gut. Wöchentlich ist soweit abgehakt. Vorerst. Wir haben das Event angeteasert. Nachdem ich ja so grandios war und halt echt in die Katze mich reingejietet habe. Ungewollterweise. Ich kann mal kurz demonstrieren, wie das aussah. Stand nämlich zuletzt. Stand ich roundabout. Bin ich schon roundabout hier. Auf der Mauer mit Candace. Weil ist halt cooler Ausblick hier von der Mauer, sind wir mal ehrlich. So. Dann wollte ich zu Catherine laufen. Bin ungefähr hier hingekommen. Und dann kam die Cutscene. Das war, scheiße. Ja. Aber gut, das hat uns halt jetzt gezwungen, den Stream zu machen. Wir haben den Anfang gemacht, wir haben ein paar wöchentliche gemacht und mit dieser Helm-Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace.